Grünes Blatt nehmen wir auch. Dann sind noch Stachelratten. Hafenstadt sind immer noch in der richtigen Richtung. Ich weiß nicht, was das hier für komische Wolken waren. Apropos Fleisch, sollte ich vielleicht mal, wenn jetzt schon hier so viele sind, mal ein bisschen was futtern, damit ich ein bisschen mehr Lebensenergie habe. Und speichern wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Na. Ah, ich immer wieder mit den Knöpfen, die ich falschen drücke. Irgendwann habe ich das raus. Bestimmt zum Ende des Let's Plays habe ich schon raus. Ja, jetzt muss ich hier den Knopf drücken oder den Knopf. Aber egal. Das sind die echt geringe Probleme. So, da. Wölfe, da. Da. Stachelratte kommt auch noch an. Ja, komm her. So. Deswegen auch das Schwert hier erstmal genommen. Kommt man nämlich viel leichter erstmal überall durch. Wo wir das dem Don geben. Moment, das sieht aber interessant aus. Da ist mal eine Truhe. Da ist aber bestimmt was drin. Also die Welt ist schon echt voll mit irgendwelchen Sachen. Ne? Witz erzählen. Wein nehmen. Was war das? Muss irgendwas oben sein. Bin ich bestimmt in der Hitrange oder so von dem Vieh. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Moment, da liegt da einer? Ne, ist ein Feuer. Ich dachte schon, da wird jetzt einer. Achso, das ist ja der Hintereingang. So. Mana-Wurzel. Erstmal noch kurz hier. Der liegt aber einer. Oh. Eine Leiche. Wasser. Schiffkelle. Beutel. Hm. Ob das nicht noch eine Quest gibt? Schlösser knacken verstehe ich nichts. Das ist schon mal eine einfache Truhe. Das heißt, da kann man hinterher auf jeden Fall was knacken. So, da unten ist auch noch irgendwie was. Aber gehen wir da lieber erstmal da vorne zu denen. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen, aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen?
Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Okay, mehr aber nicht. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Oh. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Lass uns handeln. Was hat der denn vielleicht Interessantes? Ja. Keine bessere Waffe. Holzfäller-Axt. Klingenschein 20. Also schon eigentlich besser. Wenn ich nicht mehr rauskomme, dann... Das ist blöd. Ah, verdammt. Ja, dann gehe ich doch lieber zum... Erstmal zum... beim Don rein. Das hatte ich irgendwie... nicht so in Erinnerung, dass man... dann nicht mehr da rauskommt. Ich hatte eigentlich gedacht, man kommt dann... kann dann immer wirklich rein und rausgehen, wie man gerade Lust und Laune hat. Und, was echt so, dass man da nicht mehr rauskam. Nee, dann spreche ich lieber nochmal mit den Don. Das macht, glaube ich, dann doch mehr Sinn. Oh, das ist noch eine Heilkraut, was wir übersehen haben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach. Versuchen wir mal die kleinen Kärchen da zu erledigen. So. Häuptling. Ach. Oh Mann, ey. Hauptsache, der dreht sich die ganze Zeit da noch von mir weg und ich habe wieder keine Chance und krieg direkt von dem drauf. So. Häuptling ist erledigt, aber der Kleine hier nicht. Wirft er mit einem Fisch oder was? Ah, hat der mich natürlich erwischt. Ist doch jetzt nicht wahr. Diese kleinen Gnome da, ey. Risen 3 waren die witziger. Da haben die einen zumindest nicht angegriffen. Dann können wir mit denen quatschen. Das war jetzt auch echt blöd, ne? Wie der um mich herum getänzelt ist, ich den nicht einmal getroffen habe und der mich da richtig schön down gemacht hat. Dann machen wir erst den Kleinen hier, den Blue-Gnome. Okay, den haben wir. Okay, war schon. Mal Schwert. Nehmen wir hier alles raus.
Ja, gibt's aber einiges. Nochmal eine Leiche. Eine Halskette. Rostige Schwerter wollen wir nicht. Dann haben wir ja ordentlich kassiert, die Gnome. Ja, da will er jetzt nicht von der Seite öffnen. Was war denn da? Kleiner Bernstein. Interessant. Ich glaube, das Leviathan kann man hierfür gebrauchen, ne? So die Frage, was da drüben ist, ob sich das jetzt lohnt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir den Häuptling jetzt erledigt kriegen. Ja, das sieht schon einiges besser aus. So. So geht das. Werkzeugbeutel. Enthält Metall, Nieten und Nägel. Nehmen wir natürlich alles hier. Eine Sichel. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Aber ist ja auch schon mal auch was, ne? Also kann man ja durchaus schon mal mitleben. Wenn wir hier jetzt gefunden haben. Ah, da sind so diese Eber-Keiler oder was auch immer. Da oben. Die lassen wir jetzt mal noch. Obwohl das Schwert wahrscheinlich echt eine Hilfe dafür ist. Gucken wir mal hier eben um die Ecke. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Was ist das da oben? Auch so eine Ruine, ne? Steht da? Also Vulkanfestung. Bin ich da eben so einen Umweg gegangen? Ich glaube, ich bin da eben vor den Umweg gegangen. Machen wir mal hier die Wölfe. Sogar hungrige Wölfe, die machen wir leicht fertig. So. Dann machen wir noch die Grabmotten. Über Speichern, ne? Nein, nicht die Taste. Spiel. Speichern. Wie ich dann speichern. Ich will jetzt eigentlich möglichst viel mit meinem Schwert machen, bevor ich das jetzt hier beim Don abgebe. Oh. Das wird ein bisschen schwieriger, als gehofft. Ja, die Viecher auch, auch mal. So. So, warte. Einmal weglaufen. Den Heiltrank nehmen. Nein, nicht Waffe wegstecken. Was machst du denn da? So, einen haben wir schon mal weniger. Das ist schon mal gut. Ah! So, noch eine weniger. Wow, 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 wow. Ja, natürlich muss jetzt die kommen, die noch am meisten Leben hat von den beiden. Nein! Ah! Und? Oh, ja, erwischt. Puh. Das hätte auch noch ins Auge gehen können, aber wir haben es geschafft. Gut. Jetzt können wir nämlich da an die Truhe ran. Da ist bestimmt was Interessantes drin. So, Wichtelkappe. Seemannskiste. Was haben wir denn da drin? Wildschweinfell und Zähne. Ja, gar nicht mal so viel Interessantes. Das ist eigentlich Druiden-Dingenskirchens. Das einzige Interessante, dass wir die EP bekommen haben. Und jetzt hier über die Brücke gehen können. Aber, also auch nochmal diese kleinen Gnome. Sieht's eigentlich aus mit meiner Erfahrung? Oder brauche ich aber noch einiges? Bis zum nächsten Level. Ah, ich hatte eine Halskette. Da. Bringt die nichts? Muss man eben hier erstmal gucken. Da, nee, bringt gar nichts.
Ah, guck mal hier, der Ring da. Schutz vor Hiebwaffen und Klingenwaffen. Ist doch sinnvoller. Können wir immer nur einen Ring tragen? Ne, zwei Ringe. Okay. Aber das kann ich mal, glaube ich, hier sehen, ne? Ja. Okay. Wie sieht's denn jetzt aus mit meinem Schutz dann? Schutz da. 8. 8. Weil ich ja jetzt erstmal, denke ich mal, keine Kämpfe austragen werde. Ups, da ist auch noch was. Grünblatt. Wenn ich in der Hafenstadt bin. Wobei, ich glaube, auf der Arena haben die, glaube ich, auch. So, die Grabmotten, die lassen wir in Ruhe. Haben wir jetzt nicht so viel von. Aber können wir gucken, dass wir noch unsere Lernpunkte sinnvoll irgendwie einsetzen. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu den Banditen. Das ist halt ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier erstmal unnötig darunter gelaufen bin. Aber wir haben mit dem Schwert ja jetzt auch einige Gegner gekillt. Von daher ist es nicht ganz unnötig, dass wir das benutzt haben. Hätten wir ja mit der anderen Waffe nicht so leicht gehabt. Und es war ja schon jetzt, wie man gerade auch sieht, doch ein Ticken schwierig oder knapp. Von daher alles gut. Müssen wir jetzt eh mit leben. Da oben ist nochmal so eine Ruine. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich da? Westküste. Haben wir auch noch nicht gewesen. Müsste man jetzt eigentlich hier sagen, jetzt habe ich ja hier auch mehr Schutz vor Klingenwaffen. Ob ich jetzt die Skelette da schaffe, aber ich glaube, das ist, die sind schon noch immer noch zu stark. Also bringen die 5 mehr einfach nicht. Wenn wir die Arbeiterkleidung hätten, dann könnten wir es vielleicht versuchen. Aber die kriegen wir ja nicht. So, hatte er das Interessante? Ne, das war nur ein Händler. Da konnten wir jetzt nichts lernen. Der wollte uns auch nichts Interessantes mal nicht beibringen. So, der Quake. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Schwert 3. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst. Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen. Dann machst du mehr Schaden. Okay. Schwert 4. Wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ach. Too much. Aber es geht schon noch einiges weiter. Aber es kostet auch alles einfach Gold, ne? Können wir uns gerade noch leisten. Aber... Das will ich jetzt nicht... Ich kann schon jetzt die Arbeiterrüstung nicht mehr leisten. So, einmal kurz schlafen, damit wir komplett vollgeheilt sind. Ja, was ein Mistwetter. Es regnet hier auch noch. Ich hatte ja noch irgendwie ein anständiges Schwert für uns drin. Zeig mir deine Ware. Was wir jetzt theoretisch nehmen könnten. Boah, das wäre schon. Das sind zwei Hände. Brauchen wir noch 10 Stärke. Aber das könnten wir theoretisch. So, die Machete. Nützliches Schwert. Hiebwaffe. Klingenschaden. Ist natürlich schwierig.